Stefan, ja, wir haben die Urnen jetzt schon im Hintergrund. Ja, das Thema Feuerbestattung ist im Moment das meistgewählte Thema beim Thema Bestattung. Warum? Ja, das hat damit zu tun, dass die Personen einen möglichst geringen Pflegebedarf an den Gräber auch möchten und auch leisten können. Weil wir sind ja in einer Gesellschaft mittlerweile, wo man nie weiß, wo verschlägt mich die Arbeit hin, werde ich noch weiter in Saarbrücken bleiben, werde ich nicht irgendwann nach München, Berlin oder in andere Städte gehen zum Arbeiten, wer pflegt dann das Grab? Das sind alles Fragen, wo die Leute dann auch bewegen dazu, dass man halt möglichst wenig Aufwand mit einer Grabstätte hat. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, die Urne, die hinterbliebenen Reste praktisch auch verstreuen zu lassen. Wie funktioniert das? Ja, das geht aber nur in verschiedene Ausla im Ausland. Wir haben hier in Petit Rossel zum Beispiel ein Streufeld, wo dann die Urnen beigesetzt werden können. Da ist dann eine Grabstätte, wo dann auch eine namentliche Nennung sein kann. Und das sind aber meistens Gemeinschaftsgrabstätten. Auf hoher See geht das? Auf hoher See geht es auch. Da werden Salzurnen beigesetzt. Da wird die Asche in eine Salzurne umgefüllt und die wird auf See beigesetzt. Ja, aber das ist eine Ausnahme. Meistens wird die Urne beigesetzt. Es gibt dann ein Grab, ein physisches Grab oder wo wird die Urne beigesetzt? Genau, in einem physischen Grab, entweder in der Erde oder überirdisch in einer Urnenwand. Ich würde die Regie mal bitten, dass wir ein paar Bilder mal aus Völklingen einblenden. Ich sag mal, das Ganze, wenn jemand stirbt, man hat da, ich sag mal, bei einer Urnenbestattung und bei einer Feuerbestattung etwas mehr Zeit als bei einer Bestattung in einem Sarg, wenn der Leichnam auch mitbestattet wird, also ohne Verbrennung. Genau, wir haben da einen Zeitrahmen von ab dem Tag der Einäscherung bis zum Beisetzen der Urne von 3 Monaten. Also in den 3 Monaten kann man halt sehr viel auch organisieren. Hat auch wieder damit zu tun, dass die ganzen Familien oftmals sehr verstreut in Deutschland wohnen. Viele wollen freitags die Trauerfeier haben, aber es gibt halt freitags auch. Irgendwann sind die Termine weg. In Saarbrücken haben wir pro Friedhof für freitags 4 Termine. Und die sind immer relativ schnell weg. Wenn jetzt jemand stirbt, dann kommt das ja manchmal sehr überraschend. Das heißt, man wird selbst überrascht. Es gibt vielleicht einen Herztoten plötzlichen oder ich sag mal, es kann auch mal einen Verkehrsunfall geben, jemand, der verstirbt plötzlich. Dann, ich sag mal, geht alles relativ schnell, sogar so schnell, dass du mir erzählt hast, da sind ganz viele total überfordert mit. Ja, das ist so. Also wenn sowas ganz plötzlich passiert, dann braucht man eine schnelle Hilfe. Und diese schnelle Hilfe ist halt von uns auch gegeben. Man kann jederzeit bei uns anrufen, ob das nachts ist, ob das Wochenende ist, Feiertag, spielt keine Rolle. Wir haben immer telefonische Bereitschaft und es ist auch immer persönlich jemand am Telefon, also kein Anrufbeantworter. Also wenn Hilfe gebraucht wird, sind wir da und dann kann man am Telefon auch schon die erste Hilfe dann auch leisten und dann spricht man einen Termin ab und dann trifft man sich auch mit den Angehörigen dann. Jetzt ist es so, man kann Abschied nehmen, es gibt Abschiedsräume. Wir werden auch das mal gleich zeigen. Vielleicht mal der typische Tod, jemand stirbt und man möchte ihn verbrennen lassen, einäschern lassen. Wie funktioniert das ungefähr oder wie ist das üblicherweise? Das heißt, jemand kommt denn wohin, wenn er stirbt? Also die Personen rufen dann bei uns an, die Angehörigen. Wir vereinbaren einen Gesprächstermin für die Beratung dann. In der Beratung wird geklärt, wie die Beisetzung sein soll, was für eine Grabstätte es sein soll. Wenn jemand sagt, es wird eine Feuerbestattung, dann wird geklärt, ob die Trauerfeier mit dem Sarg gemacht wird, was relativ zeitnah passieren muss, sagen wir mal 7 bis 10 Tage. Und dann wird die Einäscherung vollzogen oder man macht dann gleich die Einäscherung und terminiert dann die Trauerfeier und die Beisetzung in einem Termin, dann direkt mit der Urne. Wenn jetzt jemand stirbt, man wacht morgens auf, man merkt vielleicht, der geliebte Mensch ist gestorben in der Nacht, ja. Was ist denn da zu tun? Ruft man da die Polizei oder viele sind vielleicht total überfordert, ruft man einen Arzt noch oder man will ja erstmal, ist er wirklich tot? Was passiert da? Was geschieht da meistens? Also als allererstes sollte man dann den Notarzt anrufen, weil ob der Mensch dann verstorben ist, das kann nur ein Notarzt feststellen, weil es kann ja auch sein, dass er nur einen Herzinfarkt hat, Herzstillstand oder Komasituation, wo wir gar ein Laie gar nicht ja, beurteilen kann. Deswegen immer direkt den Notarzt rufen und der Notarzt, der sagt schon, was dann auch passiert ist. Dann, wenn der Notarzt feststellt, der Mensch ist tot, wie geht es dann weiter meistens? Entweder stellt der Notarzt eine Todesbescheinigung aus oder er stellt nur eine vorläufige Todesbescheinigung aus. Wenn er nur eine vorläufige ausstellt, dann muss noch ein Arzt kommen. In der Regel ist das der Hausarzt, wenn der verfügbar ist, und der muss eine letztendliche
Todesbescheinigung ausstellen. Und mit dieser Todesbescheinigung können wir dann den Menschen auch überführen zu uns in die Kühlung. Und auch dann werden die Gespräche dann geführt im Nachgang, wenn der Mensch dann zuerst mal überführt ist. Die Information bekomme ich aber auch vom Arzt. Das heißt, der sagt mir dann anschließend, ja, wenn jetzt, ich sag mal so, der Mensch, der Leichnam liegt jetzt bei mir zu Hause, was da zu tun ist und so weiter. Aber üblicherweise, man kann dann auch wirklich schon direkt, wenn man die Bescheinigung hat, euch anrufen. Ihr gebt dann Hinweise, wie was zu machen ist. Genau. Also auch wenn der Notarzt da war und eine vorläufige Bescheinigung ausgestellt hat, sollte man uns trotzdem schon mal anrufen. Und wir weisen dann auch schon darauf hin, dass noch ein weiterer Arzt gerufen wird. Und wir helfen da natürlich auch. Wenn die Personen dann sagen, er ruft der Dr. XY an, machen wir das auch und bestellen den auch für die Familie. Jetzt ist es so, ihr nehmt anschließend den Leichnam mit, er kommt in eine Kühlung, das ist wichtig? Ja, natürlich. Es ist immer wichtig, dass ein verstorbener Mensch dann auch gekühlt wird, bis das Gespräch dann auch war, bis wir die Wünsche wissen. Dann wird der Mensch natürlich auch dementsprechend hergerichtet. Das bedeutet, er wird gewaschen, er wird angekleidet, eingebettet in den Sarg und dann wird der Sarg dorthin überführt, wo halt auch die Familie gewünscht hat. Sei es jetzt auf den Friedhof, ins Krematorium oder er verbleibt bei uns in der Kühlung, weil einige Friedhöfe in Saarbrücken haben keine Kühlungen mehr und dann verbleibt der Sarg bei uns. Und man kann auch bei uns dann auch noch Abschied nehmen von dem Verstorbenen, bevor er überführt wird. Was auch sehr, sehr wichtig ist. Also ich finde, es ist immer was anderes, wenn die Person dann auch im Sarg nochmal verabschiedet wird, weil dann ist der Tod auch wieder begreiflich. Weil der Tod ist natürlich etwas, wo man zuerst mal für sich unbegreiflich, es ist was Endgültiges und diese Endgültigkeit, die erfasst man aber auch erst richtig, wenn man den Menschen in dem Abschiedsraum sieht, wenn er im Sarg drin ist und man kann sich nochmal von ihm verabschieden. Ja, jetzt wird es mir schon, ich habe ja das Video gedreht im Abschiedsraum, auch in der Versorgung. Also wenn die Regie bitte mal einblendet, dann auch immer wieder mal Schnittbilder von den Abschiedsräumen der Versorgung. Die Abschiedsräume habt ihr sehr, ich sag mal, würdevoll gestaltet. Dort gibt es automatische Schließanlagen. Derjenige kriegt einen Schlüssel, er kann Tag und Nacht da hingehen. Es können auch Verwandte, ich sag mal, mehrere Schlüssel bekommen, man kann wirklich sich da mal 1, 2, 3 Stunden so lange wie man will hinsetzen und kann ganz in Ruhe Abschied nehmen. Und das ist eine Geschichte, wo die es nicht so oft gibt in Deutschland. Da bist du relativ neu mit dem Abschiedsraum. Ja, mit dieser, als Abschiedsräume gibt es schon in Deutschland. Aber diese Flexibilität, wie wir sie haben mit unseren RFID-Schlüsseln, dass es kodierte Schlüssel sind, das ist, ja, sag ich mal, relativ neu bei uns. Auch hier im Saarland hat es, so wie ich weiß, niemand gehabt, bis wir es jetzt hatten. Und diese Möglichkeit ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, dass man auch nicht abhängig ist, dass der Bestatter immer kommen muss. Wir gehen beim ersten Mal immer mit den Personen hin, zeigen denen alles. Sie bekommen dann 1, 2, 3, 4 Schlüssel, wie viel sie haben wollen. Es kann auch nichts passieren, wenn so ein Schlüssel mal verloren geht. So ein RFID-Schlüssel kostet 10 Euro, den löscht du dann in deinem Computersystem und dann kommt noch niemand mehr rein in diesen Raum. Also, und die sind auch tageweise gebunden und dann funktioniert der einfach nicht mehr. Also es ist nicht mehr wie früher, eine Schließanlage, Schlüssel ist weg, Panik. Nein, das passiert jetzt gar nicht mehr. Dadurch, dass es elektronische Schlüssel sind, sperrt man den im Computersystem und dann passiert auch nichts mehr. In den Räumen sind auch keine Fenster drin. Ich mache die Tür zu, bin ganz für mich alleine. Keiner schaut mir dazu. Ich kann also wirklich in Ruhe Abschied nehmen. Wenn ich Abschied genommen habe, ist es ja so, viele Fragen dann, naja, der Sarg, das muss jetzt kein Luxusmodell, sage ich mal, sein, weil er wird eh verbrannt. Das obliegt aber letztendlich dem Besteller. Und wenn jemand gerne einen ganz tollen Sarg haben möchte, gar kein Thema, bei einer Feuerbestattung wird der Sarg mit verbrannt. Ja, also man braucht den Sarg für die Feuerbestattung, weil der den Brennwert auch bringt. Ein Mensch hat keinen Brennwert, der aus den meisten Teilen aus Wasser und Feuchtigkeit besteht. Deswegen wird der Sarg gebraucht, auch zur Einäscherung und auch für die Einfahrt in den Einäscherungsofen, weil wir bekommen den Sarg ja sonst oder den Körper nicht in den Ofen rein. Das ist halt eine technische Anlage und deswegen wird dieses Behältnis eines Sarges benötigt dafür. Ja, da zeigen wir jetzt auch mal Bilder aus Völklingen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Leichnam einäschern zu lassen. Nicht nur in Völklingen, das gibt es auch in Saarbrücken, gibt es eine ganz große Anlage. Der ganze Vorgang dauert, sage ich mal, zwischen 3 und 5 Stunden. Das hängt auch ein bisschen vom Umfang des Menschen ab. Also wie ist der gebaut, wie viel Fettanteil hat er und so weiter. Anschließend kommt die Asche aus dem Ofen
Und auch das können wir mal ganz kurz einblenden. Sie wird dann anschließend gesiebt, die Knochen werden gemahlen und die Metallteile entfernt und anschließend in die Urne vergeben. Die Urne wird anschließend versiegelt. Genau, die Urne ist versiegelt und wir dürfen als Bestatter die auch nicht öffnen. Wir werden die auch nicht öffnen. Wir haben deswegen andere Möglichkeiten. Viele Menschen wollten immer ein bisschen Asche haben für so ein Ascheamulett, die es auch zu erwerben gibt. Bei uns im Saarland geht das nicht, weil es im Gesetz drin steht, die Aschekapsel muss verschlossen sein. Wir bieten den Personen jetzt auch immer an, dass wir einen Fingerabdruck machen können. Aus dem Fingerabdruck kann man ein Schmuckstück sich machen lassen, sich anfertigen lassen. Ist kein Muss, aber der Fingerabdruck ist erstmal kostenfrei. Also den kann man sich als Erinnerung auf jeden Fall schon mal mitgeben lassen. Ja, das ist wichtig, dass man da früh genug dran denkt. Da habt ihr verschiedene Dinge da, aber ich sag mal, beim Sarg darf es auch das Einstiegsmodell sein. Da gehen wir gleich mal auf die Kosten ein, denn er wird eh anschließend verbrannt. Bei der Urne, da sind die Leute dann, es gibt einen Katalog, den du gemacht hast, ja, mit wirklich Hunderten von Modellen. Da ist es vielleicht ganz sinnvoll, das Thema Vorsorge, dass man vielleicht früh genug sogar mit demjenigen, der stirbt, dass man mitgeht, dass man sich irgendwann mal klar wird, man wird nicht ewig leben und da Vorsorge trifft.